Ich habe euch jetzt hier noch unser Coffee to Grow mitgebracht. Als erstes muss ich sagen, ich finde es mega klasse, dass das in einem Pappkarton kommt. Wir haben hier kein Plastik. Es wird so bei euch ungefähr ankommen. Natürlich noch die Umverpackung von uns. Aber ansonsten habt ihr keinen Kunststoff dran. Das finde ich schon mal sehr, sehr großartig. Und dann, wenn ihr das aufmacht, kann ich einfach runterstellen, so schön ist er nicht, dass er da bleiben müsste, haben wir hier diesen mega coolen Bambus-Kaffeebecher. Das fände ich ganz, ganz klasse, dass der aus Bambus besteht. Wir haben hier also auch keinen Kunststoff, auch wenn es sich auf den ersten Ton so anhört. Aber nein, es ist Bambus, biologisch abbaubar, sehr schön. Also wenn ihr irgendwann nichts mehr damit anfangen könnt oder wollt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass es noch die nächsten 500 Jahre hier auf der Erde wandelt. Wandelt? Naja. So, ach, ich sehe gerade. Hier ist noch so eine kleine Ankreuzliste, so wie man das auch von anderen To-Go-Bechern kennt. Decaf, Milk, Water, Sunlight und Patience. Also das braucht man alles oder das bekommt man alles in diesem Becherchen. Und ja, der Wortwitz Coffee to Grow anstatt Coffee to Go, das finde ich auch sehr, sehr klug. Das haben die wirklich gut gemacht. Ich wechsle jetzt noch einmal auf diese wunderschöne Kamera. Ja, doch, sie funktioniert. Ich hatte gerade kurz Angst. Jo, also in dem kleinen Karton, den ich euch eben gezeigt habe, ist nichts weiter außer diesem Becher. Mehr braucht ihr nicht, ist alles schon drin, abgesehen vom Wasser. Und die Anleitung, die befindet sich hier oben auf dem Deckel. Nehme ich einmal ab. Und hier, das steht dann, das sind nur ein paar Zeilen, also es ist wirklich nicht viel, es ist nicht aufwendig, es ist auf Englisch, aber das kriegt ihr trotzdem hin. Falls es euch ein bisschen irritieren sollte, könnt ihr auch gerne auf unsere Website gucken. Da steht auch nochmal auf Deutsch ganz genau, wie ihr diesen Coffee to Grow zu behandeln habt. Und zwar haben wir hier stehen, dass ich den Deckel schlauerweise öffnen soll. Und hier, das finde ich sehr, sehr gut, sind noch ein paar, das deutsche Wort, ein paar Zusatz, ein paar Extra-Samen mit drin. Nämlich für den Fall, hallo, es wird mir wahrscheinlich passieren, dass das beim ersten Mal nichts wird. Jetzt im Moment sind hier nämlich schon die Samen drin. Die hat der Produzent da selber schon mit reingemacht. Ich zeige euch gleich, wie das Eis aussieht. Aber die wissen wahrscheinlich, dass nicht jeder Mensch einen grünen Daumen hat. Und aus diesem Grund haben die hier nochmal extra Samen mit reingepackt. Ich zeige die euch einmal. Mich hat das eben auch interessiert, wie die aussehen. Weil, wenn das schon hier drin ist, sehe ich es ja einfach nicht mehr. Und wir haben hier eigentlich, könnt ihr das erkennen? Ja, weiße Kaffeebohnen. Die sind halt nicht geröstet, natürlich nicht. So, und das sind dann eben die Samen dafür. Und wenn ihr das, wenn ihr euch an diese wundervolle Anleitung haltet und daraus auch was wird, wovon ich doch stark ausgehe, dann habt ihr eine Arabica-Pflanze zu Hause. Finde ich sehr, sehr cool. Aber ich sage euch jetzt noch einmal, wie der Spaß funktioniert. Also, wir haben hier vorne noch so ein Schutzkäppchen. Das kann ich einmal abnehmen. Und ah, da sehe ich nämlich doch eine. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie halten kann. So sieht das dann aus. Das ist sehr locker. Das ist eben dieses Granulat. Und dann, da ist mich hier auch schon gerade die Bohne rausgekommen. Ich packe die mal wieder ein bisschen weiter rein. Ups. So. Und zwar sollen jetzt in diesem Becher, ich finde es sehr schön, wenn das mit der Pflanze wieder erwarten nichts werden sollte oder ihr die Pflanze umtopft, was natürlich auch ein sehr viel schönerer Grund wäre, dann könnt ihr diesen Becher auch wirklich so benutzen als To-Go-Becher. Also wir haben hier halt auch einen Schraubdeckel, es ist ein Schraubverschluss. Ihr könnt es also einfach so mitnehmen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. So, dann schauen wir mal. Also hier sollen jetzt 60 Milliliter Wasser rein. Ich habe hier schon einmal das Wasser. Ich habe da mal was vorbereitet. Und das braucht aber ein bisschen, bis es nach unten sinkt. Ich zeige euch das jetzt nicht. Das ist, glaube ich, nicht allzu wichtig. Aber das muss sich ja erstmal durch das ganze Granulat, durch die ganzen Fasern durchziehen. Deswegen immer schön Schluck für Schluck.
eins nach dem anderen. Und dann müsst ihr alle 3 bis 5 Tage ungefähr 50 Milliliter Wasser nachkippen. Also ihr müsst aufpassen, dass es nicht austrocknet, natürlich nicht. Aber ihr müsst auch dafür sorgen, dass ihr nicht zu viel Wasser reinmacht. Also haltet euch etwa an diese 50 Milliliter, die auch hier in der Anleitung angegeben werden. Dann solltet ihr da safe sein, dann sollte da nichts passieren. Ganz wichtig ist es, den Becher dann an einem warmen und sonnigen Ort aufzubewahren. Klar, die Pflanze braucht das dann. So, einmal den Rest. Und ihr solltet, denke ich, auch nicht den Deckel wieder raufschrauben. So, schauen wir mal, was habe ich denn? Genau, aufpassen, dass es nicht austrocknet. Das hatten wir eben schon. Und dann steht hier, dass es etwa 4 Wochen dauert, bis es anfängt, dass daraus etwas wächst. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja schon öfter mal versucht mit Pflanzen. Ich werde das jetzt auch mit dieser Pflanze noch einmal versuchen. Ich werde sie mit nach Hause nehmen, vielleicht auf den Balkon stellen. Und dann schauen wir mal in 4 Wochen, ob sich da was getan hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genau, hier steht nämlich auch, wenn sich nach 2 Monaten, schön, dass Sie da diese Pufferzeit mit eingebaut haben, wenn sich nach 2 Monaten nichts getan hat, dann soll man diese extra Seeds, diese extra Samen nochmal hier reinstopfen und das Gleiche genauso, wie es wir eben getan haben, noch einmal ausprobieren. Finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Besonders eben auch dieser Bambusbecher. Bambusbecher sind jetzt ja eh so in. Und der wiegt auch nicht viel. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich sag euch noch einmal, genau, wir haben hier ein Fassungsvermögen von 300 Millilitern. Also es ist dann auch schon ordentliche Kaffeegröße. Und der Becher ist 8x8x11 cm hoch, ungefähr. Wichtig nur bei der Pflanze nachher ist, wenn da Bohnen dran sind, ihr müsstet sie rösten und natürlich auch noch mahlen, damit ihr daraus einen Kaffee machen könnt. Aber an sich ist so eine Kaffeepflanze zu Hause zu haben, denke ich, schon ein echter Hingucker. Also ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Jo, lass mich nur einmal gucken. Aber ich glaube, dann habe ich euch schon alles gesagt. Ihr könnt also zu Hause euren Arabica-Kaffee selber machen. Ihr könnt die Pflanze später umtopfen und den Becher benutzen und wirklich aus dem Coffee-to-Grow ein Coffee-to-Go machen. Ihr habt den Schraubverschlussdeckel und eben auch noch die Extrasamen, um bei Bedarf noch einmal die Pflanze neu anzusetzen. Ja, unser Coffee-to-Grow-Becher.